Melanie C. und Nico Santos im Duett, begleitet von den Gastgebern Stefanie Stumpf und Wiegald Boning. Einer der Höhepunkte der neuen Staffel von Privatkonzert. Eine Show im Programm der Deutschen Welle. Es ist eine Mischung aus Musik- und Talksendung, bei der in jeder Folge zwei Künstler im ganz privaten Rahmen auftreten. Ich liebe diese Show. So ein tolles Konzept. Live gespielte Musik und dann noch die interessanten Gespräche. Bei Privatkonzert wird das Wohnzimmer eines Baudenkmals zur Bühne. Für intime Konzerte. Und intime Einblicke in das Privatleben der Stars. Egal, wer man als Eltern ist, Eltern sind ab einem bestimmten Moment peinlich. Das ist aber auch das Schöne, seinen Kindern peinlich sein. Das genieße ich gerade sehr. Sowohl Gastgeber als auch Gäste wie Ex-Genesis-Sänger Ryan Wilson sorgen immer wieder für überraschende Momente. Nach einer halben Stunde hatte ich vergessen, dass ich im Fernsehen bin. Nur rund 30 Zuschauer haben im Wohnzimmer Platz, wenn Stars wie US-Sängerin Marla Glenn auftreten. It's time we take a break and talk a while. Ja, ich fühlte mich, als wäre ich zu Hause oder irgendwo zum Essen eingeladen. Okay, dachte ich, ich muss auf einem Sofa sitzen und reden und neue Leute kennenlernen. Aber dann war es toll. So, als wäre ich tatsächlich bei Freunden eingeladen gewesen. Das Haus Schminke im sächsischen Löbau war einst ein Wohnhaus. Für das Privatkonzert verwandelt es sich wöchentlich in ein Fernsehstudio. 8 Kameras sind dabei im Einsatz. Entwickelt wurde die Sendung von der Deutschen Welle in Zusammenarbeit mit dem MDR. Nach dem Erfolg der ersten Staffel gibt es nun die Fortsetzung. Die besondere Qualität, die Atmosphäre des Ortes hat tatsächlich eine Wirkung. Und die Musiker verhalten sich hier tatsächlich wie in einem Wohnzimmer und man vergisst ganz schnell, dass man beim Fernsehen ist. Und diese Besonderheit, glaube ich, die überträgt sich und deswegen ist es so gut angekommen. Die besondere Herausforderung bei der Produktion: Zuschauer, Künstler und Techniker kommen hier auf engstem Raum zusammen. Was genau an den Abenden im Haus Schminke passiert, lässt sich nur schwer voraussagen. In einem Übertragungswagen im Vorgarten befindet sich die Regie. Hier versucht das Team um Regisseur Volker Weiker, die spontanen Momente bestmöglich einzufangen. Ich habe halt festgestellt, dass sie am Anfang, wenn sie das erste Mal da reinkommen, ein bisschen verblüfft sind über die Größe des Raums, das Haus alle toll finden, aber dann sagen, ui, ist aber doch relativ wenig Platz. Und dann aber plötzlich merken, dass das doch alles sehr mit Herz gemacht wird hier. Also nicht nur von den Musikern und von den Bands, die da sind und auch von den Zuschauern so aufgenommen wird, sondern auch von den Machern, also von uns. Ja? Also wir machen die Sendung, weil wir das Format toll finden. Du bist das, was wichtig ist. Denn du bist das, was bleibt, wenn alles andere zerbricht. In 10 Folgen lassen sich Musiker und Gastgeber hautnah und ungefiltert erleben. Wie hier beim Herumalbern mit Sängerin Yakoto und Sänger Max Mutzke. Tatsächlich habe ich mir das als Kind so gewünscht, dass man so lebt, dass man in einem Haus lebt, was diese Ausstrahlung hat und dass Leute einfach klingeln, ding dong und reinkommen und jemand spielt ein bisschen Klavier und jemand macht ein bisschen Gitarre. Das ist so mein absolutes Traum, meine Traumidee von meinem Leben tatsächlich, was da hier stattgefunden hat. Einzigartige musikalische Momente. Ab Februar wöchentlich in der neuen Staffel Privatkonzert im Fernsehen der Deutschen Welle.